Genau, heute geht es mal um das Boot. Aber nicht den alten Kram, sondern das Boot 4.0. Warum 4.0? Ja, Boote sind mittlerweile auch vernetzt. Und durch Zufall bin ich dann irgendwie auf die Geschichte gekommen, dass man halt auch Schiffe angreifen kann. Und ja, daraus ist dann die Story geworden, wo es dann heute mal darum geht, ja, okay, was findet man auf so einem Boot? Internetrouter, Satcom-Schüsseln, man braucht eine Yacht. Man braucht so ein bisschen Gedöns drumherum, Vernetzung an Bord, und so weiter. Und aus den ganzen Zutaten, die man dann da hat, hat man dann hinterher eine schöne Story. Und wenn es gut gelaufen ist, hat man am Ende noch ein bisschen Musik, eben durch den Applaus durch euch. Ja, wer mich noch nicht kennt, ich bin Stefan Gerling. Ihr findet mich bei Twitter auch unter Obiwan666. Die Story, wie der Name zustande kommt, kann ich euch auch mal erzählen, aber das ist eine andere Geschichte. Ich bin älter als das Internet. Hiermit fing der ganze Kram an. 83 unterm Weihnachtsbaum, mein erster Computer. Bin halt schon ein bisschen älter. Paar Zertifizierungen, ja, ist egal. Bin mehr oder weniger Elektroniker, also Elektriker, Elektroniker. War bei der Bundeswehr ein paar Jahre, habe da Elektroniker für Hubschrauber gemacht, Navigationssysteme repariert. Und daher habe ich auch den ganzen Background über Navigationssysteme und wie das Ganze so zusammenhängt. Nebenbei bin ich seit 31 Jahren in der Feuerwehr. Also immer da, wo es brennt. Ob es jetzt kaputt gemacht ist, das Internet ist oder was weiß ich was. Ja. Bei meinem Arbeitgeber in der Öl- und Gasindustrie seit 18 Jahren mittlerweile. Dort jetzt in unserer, in der ja, quasi Nebentätigkeit, Firma heißt dann Certivation, da machen wir halt Audits und so weiter. Ja, gehöre halt zur Geraffel-Gruppe, meine Freunde vom Geraffel-Team und ja, I'm the Cavalry genauso. Also so eine Gruppe von Enthusiasten, die sich darum kümmern, bestimmte Themen weiter voranzutreiben. Und beim I'm the Cavalry mache ich dann den Bereich der Maritime Security. Ja, was haben wir dann so die letzten Jahre alle gehabt? Also Nachrichten über gehackte Systeme von Schiffen oder Schiffsunfällen hat es einige gegeben. Wie man hier sieht, hat es letztes Jahr so ein paar Unfälle gegeben. Die US Marine, die haben, ich glaube, vier Unfälle mit ihren Kriegsschiffen gehabt, wo dann gesagt wurde, ja, die hatten Probleme mit ihrer Navigation. Und direkt danach kamen dann halt eben die Gerüchte auf, so von wegen, ja, man hätte deren Navigationssysteme gehackt. Aber einen Report danach habe ich mir mal durchgelesen, der von der, ja, kommt gleich nochmal eben. Also einen von diesen Reports habe ich mir dann durchgelesen. Das war von der USS Fitzgerald. Und der Report sagte am Ende, nein, das war ein manueller Navigationsfehler. Der Offizier an der Brücke war halt ein Unerfahrener. Er war halt alleine, es war nachts und so weiter. Ja, passiert ist eben, die sind halt auf See gefahren. Die haben, ich meine, ein Containerschiff war das gerammt. Das Containerschiff fuhr auf Autopilot nachts. Durch den Crash hat das Containerschiff die Kurs geändert, hat nach dem Abweichen vom Kurs über den Autopiloten halt den Kurs wieder zurückgenommen und nach einer halben Stunde haben sie erst einen U-Turn gemacht und sind zurück zum Crash gefahren. Also die haben fast eine halbe Stunde gebraucht, um festzustellen, so, oh, da war was. Ich glaube, wir haben irgendwas gerammt. Ja, und solche Dinge hat es halt vier Unfälle gegeben, sind ein paar Marines dabei ums Leben gekommen, leider. Ja, das war dann halt auch so ein Ding, was mich dann bewogen hat, so, lass uns mal das Thema ein bisschen weiter beleuchten. Yachten, Schiffe und sonstiges. Kurze Definition, was eine Yacht ist. Ist eigentlich ein holländisches Wort und kommt vom Jagen. Yacht ist Jagen und daraus ist dann das Wort abgeleitet worden. Also eine Yacht in dem ursprünglichen Sinn war früher so ein kleines, schnelles Jagdboot, womit die holländische Marine ihre Hoheitsgewässer verteidigt hat in den Außenbereichen, wo die dann eben im seichten Gewässer damit schnell fahren konnten, um dann eben die Piraten oder sonstiges zu vertreiben. Und wie bei so vielen Sachen, es kommt halt auf die Größe an. Man spricht bei einem Boot von bis zu 7 Metern oder 20 Fuß.
Eine Yacht hat man, wenn man so ab die 10 Meter aufwärts, so ab 30, 33 Fuß, ab da kann man sagen, man hat eine Yacht. Alles darunter ist eigentlich ein Boot oder ein Sportboot. Wobei der Sportbootführerschein Binnen oder See geht halt bis 16 Meter. Ja, bei einer Superyacht, da braucht man schon Kapitänspatent, weil da sind wir dann so ab 24 Meter aufwärts, also jenseits der 79 Fuß. Und Mega-Yachten sind dann eben alles größer ab 50 Meter. Das sind dann schon echt geniale Dinger. Kennt das Boot jemand? Guckt einer gerne Trash-TV, RTL 2 oder so? Die Geissens? Das ist das Schiff, die Indigos da. Ja. 40-Meter-Bötchen, 7,7 Meter breit. Kosten ein paar Euro. Irgendwie so 1, 2, 3, 4 Millionen. Ich weiß es nicht. Das Kaufen eines Schiffes ist nicht das Problem. Der Unterhalt. Mindestens 10% von dem, was man für den Kaufpreis zahlt, ist man jährlich davon nochmal als Maintenance los. Davon hat man dann noch keine Defekte und auch noch nicht getankt. So ein Schiff wie die Indigo Star in der Größenordnung 40 Meter, 60.000 Liter Sprit gehen da an Bord. Also wer bisschen Tankvolumengeld hat, kann man machen. Ja, Swimming IoT. Habe ich dann irgendwann mal den Begriff daraus gemacht, weil wir halt viele Systeme an Bord haben. Wir haben sowas wie das Vessel Traffic Services, VTS. Wir haben ein Automatic Identification System, Autopilot, GPS, Radarsysteme, Kameras, auch Wärmebildkameras. Wir haben einen Maschinenraum mit, man kann sogar sagen, Industriesteuerungsnetz mit Motorsteuerungselektronik und so weiter. Wir haben verschiedenste Internetzugänge an Bord und Multimedia-Systeme ohne Ende. Ja, wie sind die ganzen Dinger dann nachher verbunden? Für die Schifffahrt gibt es halt ein Netzwerk. Das nennt sich NMEA 0183. Das ist halt ein serielles Bussystem. Standardisiert von der National Marine Electronic Association. Ist halt ein serieller Bus mit Terminator am Start und am Ende und verbindet die meisten Navigationsgeräte miteinander. Echolote, Sonars, Aniometer, Gyrokompass, Autopiloten, GPS und was man auch immer noch da an Bord findet. Weil das Serielle halt ziemlich langsam war, hat man dann irgendwann mal das NMEA 2000-Netzwerk rausgebracht. Das kann mittlerweile schon 1 Megabit, ist auch noch nicht so der Hit. Aber es ist halt standardisierte Technik aus der Automobilindustrie, weil es nämlich wie ein CAN-Bus funktioniert. Also elektrisch ist es ein CAN-Bus. Die Protokolle, die da drüber laufen, sind ähnlich wie beim CAN-Bus. Man kann sie halt einfach mit einem CAN-Bus-System, mit den entsprechenden Treibern da drauf, kann man das einfach abhören. Ja, und ist halt elektrisch nicht kompatibel. Dafür gibt es halt aber Gateways. Die Gateways spielen nachher noch eine Rolle. Hier sehen wir mal so ein Bild, was ich bei Wikipedia ausgeliehen habe, wo eben halt so eine kleine Yacht da drauf ist. Man sieht dann hier ein Bussystem, was von vorne bis hinten einfach durch das Schiff durchgeht. Und in dem Fall ist es ein NMEA 2000-Netz, weil da sieht man jetzt hier schlecht. Sieht man die Maus? Ne, sieht man nicht. So unten rechts ist so ein NMEA 2000-Gateway, was auf das serielle Bus die Signale umändert. Verkabelungstechnisch sieht das dann ähnlich so aus. Wer noch so die Cheapernet-Geschichte kennt oder 10BASE-2-Netzwerkverkabelung mit Koaxkabeln, fühlt sich so ein bisschen in der Zeit zurückversetzt. Dann kommen wir nochmal eben zurück. Genau, hier wäre dieses kleine Gateway gewesen und der macht halt einfach CAN-Bus zu serieller Übertragung. Und von dem gibt es halt auch nochmal Gateways. Hier sehen wir zum Beispiel eins, ein CAN-Bus Gateway auf USB, aber die gibt es auch nochmal als TCP-IP-Geräte. So sieht dann ein komplettes Netz an Bord einfach mal aus. Also das ist jetzt nur die reine maritime Geschichte. Seatalk NG ist schon wieder eine produkttypische Bezeichnung, ist im Grunde NMEA 2000, aber von Raymarine und die haben das dann halt Seatalk NG genannt, ist aber alles kompatibel untereinander. Mittlerweile gibt es dann halt auch Ethernet-Speed an Bord.
Das nennt sich dann zum Beispiel SeaTalk HS, High Speed. Da haben wir dann so 10 Mbit, um dann. Das ist bei denen das Moderne. Muss halt alles funktionieren an Bord. Da hat man dann eben halt so, wie hier die ganzen Geschichten mit, hier haben wir eine Kamera, das ist eine FLIR-Kamera zum Beispiel, da steht zwar jetzt Raymarine dran, aber das macht nichts. Dann hier so Autopilot-Controller und hier ist auch noch interessant. Hier haben wir auch einen Controller für einen Autopiloten und hier ist eine Fernbedienung für einen Autopiloten. Sehen wir gleich nochmal später. Also, dann habe ich mal das ganze System aufgezeichnet, wie sowas aus meiner Sicht dann aussieht, so als ITler. Okay, wir haben ein Netzwerk, wo wir halt oben irgendwo in irgendeiner Form Internet haben. Wir haben hier eine Ebene, wo ein paar Computer sind. Dann haben wir hier die Ebene, wo, was weiß ich, die Schiffselektronik, die Technik und so weiter verbaut ist. Und dann eben das eigentliche Schiffsnetz, wo die Navigationsgeräte untereinander arbeiten. Und alles ist irgendwie miteinander verbunden. Jetzt machen wir so einen kleinen Exkurs, damit man halt so ein bisschen die Begrifflichkeiten daraus hat, weil es halt eben die verschiedensten Systeme gibt, die alle untereinander irgendwelche Wechselwirkungen miteinander haben. Das VTS-System zum Beispiel, das kann man sich so vorstellen wie, ja, wie soll man sagen, wie ähnlich wie in der Luftfahrt, wo dann, ja, wie soll man sagen jetzt, wo jetzt die Flugkontrolle sitzt und dann sagt so, okay, jetzt kommt ein Schiff rein und der sagt dann, man soll die und die Position nehmen, den und den Kurs fahren mit der Geschwindigkeit und die sortieren dann in einem großen Hafen die Fahrzeuge untereinander oder die Schiffe untereinander. Also das läuft dann alles über dieses VTS-System. Dann haben wir, also es kontrolliert wird das dann halt auch noch über Radar, über VHF, Funk und es kommuniziert auch mit dem AIS-System zusammen. Das AIS-System ist eins von den wichtigen Systemen, was wir gleich haben. Das AIS, also das Automatic Identification System, ist halt ein Tracking-System, was dann eben halt die Schiffs-ID und die Positionen durchgibt und die Geschwindigkeit und noch weitere Infos. Welche kommt noch? Das AIS funktioniert normal auf VHS, der VHF-Funk. Aber es gibt auch eine Variante, die über Satellitenkommunikation arbeitet. Das Ganze hängt dann wieder ja, mit einem elektronischen Kartenplotter zusammen. Also letztendlich eine elektronische Seekarte, wenn man so will, wo dann die ganzen Informationen einmal aus dem GPS mit reinkommen, aber auch von dem AIS-System, wo dann die Position, die Geschwindigkeit und so weiter kommt. Also eigentlich kommt nur die Infos, die wir hier sehen. Die Position, die hier angezeigt wird, ist eigentlich die Position aus dem AIS-System. Und das AIS-System nimmt die eigentliche Position aus dem GPS-System. Ist ein bisschen verwirrend, muss man erstmal einfach so hinnehmen. Ja, was haben wir dann noch an Bord? Wir haben Internet-Access über GSM, wir haben Wi-Fi, wir haben Satelliten-Internet und diversen Kram wie Entertainment-Systeme, Wi-Fi-Netzwerke für die Crew, für den Guests, also für die Gäste an Bord, für den Schiffseigner, teilweise Voice-over-IP-Telefonie und so weiter. Also hier mal ein Bild von einem Serverschrank auf einer 40-Meter-Yacht. Also das ist ein kompletter 19-Zoll-Schrank, von unten bis oben voll mit Gedöns. Was ist, sieht man jetzt hier so. Wir haben einen Router da drin. Wir haben in diesem Fall drei verschiedene Server, zwei Voice-over-IP-Gateways. Dann haben wir hier einen 48-Port-Switch, der voll bis oben hin ist. Und wir haben eine UPS. Und das sind dann die ganzen anderen Geräte, die da noch dranhängen. Also insgesamt auf dem Schiff waren 10 Smart TVs, also ein von diesen Chart PC, also mit dem elektronischen Chartplotter, 14 Voice-over-IP-Telefone, die überall in den Schiffsräumen verteilt sind, ein Internetrouter, den Switch und 4 Wi-Fi-Access Points. Wenn man jetzt denkt, so 4 Wi-Fi-Access Points auf
auf 40 Meter, ja, ist noch nicht wirklich viel. Also ich habe schon Schiffe gesehen, die gingen so Richtung 70 Meter, die hatten 26 Access Points an Bord. Nur mal so, je größer das wird, umso mehr von den Dingern braucht man anscheinend. Ja. Mittlerweile wird alles über den Schiffen automatisiert. Also sprich, man hat sein Tablet und man kann über das Tablet zum Beispiel sagen, so, okay, Jalousie XY runter, ich mache jetzt die Lichtbeleuchtung an, ich mache die Unterwasserbeleuchtung an, damit man die Schiffe, die Fische im Hafen an seinem Liegeplatz schön sehen kann. Aber man kann auch mit seinem Tablet direkt in die Engine Control reingehen. Das ist dann das, der Part, den man hier sieht, wo man dann die Parameter der, der Schiffsdiesel sich anschauen kann, aber auch weiteres. Ja. Was für Angriffsmöglichkeiten haben wir denn jetzt nachher? Die ersten fangen schon an zu überlegen, so was kann alles falsch gehen, ne? What could possibly go wrong? Yes. Ja. Angriffe übers Internet, in irgendwelcher Form auch immer. Man kann halt direkt die PCs angreifen, die an Bord sind, über Phishing-Attacken oder sonstiges. Wenn man sich mal über eine Social-Engineering-Attacke die Mühe macht zu gucken, wer alle so, ich bin Crew oder Captain auf dem Schiff XY in seinen Lebensläufen drin stehen hat, auf LinkedIn, Facebook, Twitter oder sonst wo, da findet man seine Ziele dann. Dann geht man halt über die Ebene. Man kann auch direkt die Mobil-Devices angreifen, ist ein bisschen mehr Arbeit, aber geht halt auch. Indem man halt irgendwie Fake-GSM-Zellen aufsetzt. Sowas macht man ja nicht. Und ja, wenn man dann die Ebene erreicht hat, dann kann man sich auf die Suche in dem Netzwerk machen und nach den Gateways suchen, die in das NMEA-Netzwerk reingehen. Also wo wir dann die Kontrolle über das CAN-Bus-System des Schiffes halt übernehmen wollen. Und wenn wir das dann haben, dann sind wir halt auf der Ebene, wo wir direkt hier unten sind. Man kann aber auch direkt auf dieser unteren Ebene ein paar Angriffe machen, indem man direkt zum Beispiel GPS oder AIS macht und irgendwelche Zaubereien und so weiter. Das wirkt sich dann halt rückwirkend über diesen Weg wieder aus. Also man hat zwei Wege an Einfallstoren. Ja, hier nochmal eben so kurz die Auflistung. Wobei die Cloud-Base habe ich jetzt noch weniger betrachtet. Da bin ich halt noch am Arbeiten dran, weil da gibt es halt so viele Systeme. Das große Problem ist immer, das Zeug irgendwie ranzukriegen, beziehungsweise sich mal ausleihen zu können oder mal eine Yacht zu bekommen, wo man dran spielen darf. Das ist immer, geben die Leute nicht so gerne her. Deswegen bin ich halt immer auf irgendwelche Goodwill-Leute angewiesen, die dann mir mal ein bisschen Equipment zur Verfügung stellen oder mich mal einladen, mal einen Tag vorbeizukommen oder so. Ja. GPS-Angriffe. Wenn man das GPS-System sich anguckt, es gibt viere mittlerweile. Navstar GPS ist so das allgemeine GPS, was man so kennt, was von den Amerikanern gemacht wurde. Dann gibt es halt den russischen Pendant dazu, das GLONASS. Die Europäer haben ihr Galileo-System ins All geschossen. Und wenn man schon dabei ist, ja, die Chinesen haben ihr Baidu-System auch im Orbit. Also wir haben vier verschiedene GPS-Systeme, die man mittlerweile benutzen kann. Und alle sind untereinander kompatibel. Technisch läuft das Ganze dann eigentlich nur auf zwei Bändern. Das Hauptband, was benutzt wird, ist das L1-Band. Das L2-Band wird auch viel genutzt, aber mehr militärisch, weil da viel verschlüsselte Sachen drauf laufen. Also der eigentliche ganze zivile Kram läuft hier in dem L1-Band ab, wo dann auch das normale GPS ist, GLONASS, Galileo und so weiter und so fort. Und wenn man dann guckt, es sind nicht viele Frequenzen, die man braucht. Und dann hat man eigentlich auch schon im Grunde die Frequenzen, die man haben muss, um diese Attacken durchführen zu können. Also mögliche Angriffsszenarien wären halt eben, man jammt das ganze Signal, also man macht es halt nicht verfügbar, sodass ein GPS-Receiver halt nichts mehr anzeigt, keine Position durchgibt und das war's. Oder man macht eben halt eine Spoofing-Attacke, indem man halt GPS-Signale fälscht. Man sendet halt auf der gleichen Geschichte wie der eigentliche Satellit, muss halt ein bisschen mehr Aufwand betreiben, man muss halt wissen, wie sieht so ein GPS-Signal aus und sendet dann halt einfach die Daten zu dem Empfänger hin.
kann man schon für unter 1000 Euro machen mit einer entsprechenden guten Reichweite, ist aber noch nicht ganz so einfach. Deswegen, GPS-Angriffe spoofen ist nicht wirklich ganz einfach. Drei Signale muss man faken. Wenn man das Zeitsignal auch noch mitfaken will, muss man schon vier Signale faken. Also man braucht eigentlich nur eine Frequenz und sendet vier verschiedene Signale. Dazu muss man halt nur wissen, welche vier Satelliten sind gerade in der Gegend, die man dann halt fälschen möchte. Nachteil ist eben, einige GPS-Receiver haben mittlerweile so eine Art Jump-Detection da drin. Das heißt, wenn Kurssprünge größer eines bestimmten Wertes sind, detektieren die das halt in ihrem Gerät und sagen dann so, hey, da hat irgendeiner mit dem GPS-Signal rumgespielt, pass mal auf. Und ein Problem könnte auch sein, dass einige Schiffe mittlerweile mehrere GPS-Systeme an Bord haben. Gerade für, also es ist mittlerweile erlaubt, dass man keine manuellen Karten, also gedruckte Karten mehr braucht. Wenn man zwei unabhängige Chartplotter-Systeme hat mit zwei unabhängigen Satellitensystemen, also wenn man die redundant hat, dann kann man den Papierkram weglassen und dann ist man nur noch elektronisch unterwegs. Das ist mittlerweile erlaubt. Deswegen macht das halt auch bestimmtes Geschmäckle in die Richtung. Ja, aber wenn man halt Zugriff auf das NMEA-Netzwerk hat, ist mir das eigentliche GPS-Faken egal, weil ich kann halt die Daten auf dem CAN-Bus manipulieren, so wie ich Bock habe. Und die Geräte nehmen die Daten halt auch. GPS-Jamming wird halt auch sehr oft gemacht. Gerade wenn man große Manöver hat von irgendwelchen Streitkräften, sieht man solche Sachen öfters. Hier sind mal so ein paar Beispiele. Die NATO hat ein großes Manöver gemacht. Und just in der Woche haben die 20 Reports auf See gehabt, dass das GPS-Signal halt spinnte, die Schiffe halt irgendwo anders waren oder wie auch immer. Ein anderer Report, da habe ich den Link da mal mit reingepackt, das war dann, wo auch Schiffe fehlerhafte Signale gesendet haben, aber auch Flugzeuge haben fehlerhafte GPS-Signale gehabt. Ja, interessant fand ich auch, den Artikel findet man bei Heise, den Link habe ich jetzt leider nicht drin. Die Navy ist seit 2006 oder seit 2012 ist sie wieder angefangen und lernt das Navigieren wieder am Sextanten, weil die festgestellt haben, okay, GPS, da passiert halt zu viel mit. Wir müssen halt wieder manuell navigieren können. Die haben sich früher viel auf die Technik verlassen, haben das aus dem Ausbildungsprogramm gestrichen und haben die ersten Navy-Soldaten halt wieder bei den Deutschen zur Lehre geschickt quasi, weil die Deutschen seit eh und je in der Marineausbildung Sextanten-Navigation drin haben. Also haben sie das schnell wieder auch mit in ihrem Programm reingenommen. So, wie kann man jetzt GPS-Jamming erkennen? Es gibt vom DLR ein nettes Projekt, das nennt sich Galant. Ist im Grunde so ein 2x2 Antennen-Array. Das ist hier dieses kleine flache Planarschüsselchen mit in dem Fall hier vier Kabel dran. Und hier sieht man dann das Bild davon. Und über den Einstrahlwinkel des Antennensignals, also des GPS-Signals, kann man dann feststellen, okay, das ist jetzt ein gefaktes Signal, weil es zu flach reinkommt oder aus dem falschen Winkel, als das eigentliche Signal, was ja auch von oben kommen sollte, von dem Satelliten. Sehr erfolgsversprechendes Projekt, ist immer noch in den Testphasen. Ich denke mal, das wird nicht mehr lange dauern, dann wird es sowas flächendeckend auch mehr geben. Ja, AIS-System. Hatte ich ja vorhin schon mal gesagt, dass einer der wichtigsten Punkte, die Daten aufnimmt, aber auch die Daten weitergibt an andere Systeme. Zum einen hat das AIS-System so eine Art MMSI, also dem Maritime Mobile Service Identifier, ist vergleichbar mit der E-Mail von einem Mobiltelefon. Also eine eindeutige ID von dem Sender, womit man den immer wieder finden kann. Wenn man die MMS-ID hat, kann man ein Schiff halt immer wieder finden. Egal, welchen Namen der gerade hat. Man kann auch nach dem Namen suchen. Ich zeige gleich mal eine Webseite, womit das geht. Und es werden halt auch noch weitere Parameter übermittelt, wie ich bin unter Anker, ich fahre mit Maschine,
Ich habe einen Ruderschaden oder sonstiges. Und dann gibt es halt eben so Navigationsparameter, die halt auch noch angezeigt werden. Ja, und die Systemzeit wird halt auch noch mit übermittelt. Genau. Das ist jetzt mal so ein Bild, was ich von einer marinetraffic.com-Webseite genommen habe. In dem Fall habe ich die Indigo Star hier, weil das ist die Größe von der Indigo Star. Das ist die eindeutige Nummer. Das ist der Funkrufname, läuft unter der Malta-Flagge, ist ein ja, Sportboot, eine Yacht. Man sieht das Jahr, das Baujahr des Schiffes, 1995, ein etwas älteres Gerät. Und man sieht hier die aktuelle Position des Schiffes und dass es vor Anker liegt. Und wann ich das Signal halt mir da rausgenommen habe. Gibt es eine nette Webseite zu, ähnlich wie bei Flugzeugen gibt es Flightradar 24. Das Pendant auf der Schiffsseite heißt eben marinetraffic.com. Ist eine nette Webseite, kann man mal gucken, was so an Schiffe vor Ort langfahren, was auf dem Rhein so rumschippert, wie auch immer. Alle paar Sekunden sendet dieses AIS-System Informationen, wenn man unterwegs ist. Alle 3 Minuten, wenn man vor Anker liegt. Oder eben alle 6 Minuten, weitere Informationen, wie die eher unwichtiger sind. Ist halt eine ganze Liste. Es gibt noch mehr Daten, die da übertragen werden, aber die alle aufzuzählen, wäre halt ein bisschen müßig. Der eigentliche Funkpart ist der interessantere, weil es läuft halt einfach auf 161,975 MHz oder 162,025 MHz. Alles, was man braucht, ist halt ein HEC-ARF oder irgendeinen RTL-SDR, Software-Defined Radio Receiver. Man lädt sich dann hier diesen GNU-AIS GNU-Radio-File darunter und dann hat man letztendlich hier einen kompletten AIS-Receiver, womit man Daten empfangen kann. Wenn man das Bild ein bisschen umbaut, hat man auch eins, was senden kann. Aber senden darf man ja nicht. Wäre ja illegal. Deswegen habe ich auch nur das Empfangen hier. Ja, die Geschichte mit dem Autopiloten. Ich hatte mal ein paar Bilder gezeigt und ein Freund von mir hat ein Segelboot. Und der hatte dann das Bild hier gesehen und sagte so, ey, die haben Autopiloten an Bord. Ich so, was? Ja, ein Autopilot. Ich so, ja, was, wofür? Ja, man kann halt einfach das Schiff fahren lassen und man hat hier eine Fernsteuerung und man kann über der Fernsteuerung sagen, so, das ist meine Geschwindigkeit und das ist mein Kurs, den ich fahren will. Ich so, okay, Remote, wie funktioniert das? Einzige, was ich wusste, ist, ja, ich wusste, dass das von dem Hersteller kam, habe ich ein bisschen gesucht. Wie findet man sowas? Ja, in dem Fall, das ist das Produkt, was ich da in dem Fall hatte. Wo findet man dann weitere Informationen darüber? Weil es eben halt ein Funksystem ist und im amerikanischen Bereich genutzt wird, ist die Webseite STC-ID eine sehr gute Suchquelle, weil dort sind alle Geräte zu finden, die in irgendeiner Form irgendwas senden. Und auch sehr gut dokumentiert. Und in der Dokumentation findet man dann eben halt solche Informationen, ja gut, einmal den Namen, was es ist, dass es ein Autopilot ist und dass es auf 2,45 Gigahertz sendet und kein Wi-Fi ist, sondern irgendwas. Was es dann ist, findet man dann halt auch in der Dokumentation, dass es eben halt ein Ember Wireless Prozessor ist mit einem Atmega 64 CPU und die haben dann ihren eigenen Ember Stack drauf, womit die das Funkprotokoll machen. Wie das jetzt im Detail aussieht, kann ich noch nicht sagen. Live konnte ich jetzt noch kein Recording von dem System machen, aber mein Bauchgefühl sagt mir, auf der Ebene ist noch einiges möglich, weil wenn man seinen eigenen Stack schon irgendwo macht, ja, kennen wir ja alle, glaube ich. Ja. Die Dickweeds. Eigentlich ein Spaß. A rabbit is in the administration system. Send a flu shot. Rabbit, flu shot, someone talk to me. A rabbit replicates till it overloads a file, then it spreads like cancer. Cancer? Right?
It's the Gibson. It's finding us too fast. Ja, das war eine nette Szene aus Hackers, Hack the Planet. Haben wahrscheinlich alle gesehen. Da ging es halt darum, dass sie halt ein Schiff versucht haben, durch Manipulation der Ballasttanks zum Kentern zu bringen. In dem Fall war es halt ein Öltanker. Hätte fatale Folgen. Ist sowas wirklich möglich? Ich weiß es nicht. Was ich halt weiß, ist, es gibt halt viel komisches Zeug an Bord, was sehr, sehr, sehr viele Angriffsmöglichkeiten hat. Eins davon habe ich hier mal selber gefunden. Das ist ein Router von Locomarine, ein Yachtrouter, sehr ja, weit verbreitet, weiß ich nicht. Haben einige Schiffe an Bord. Sieht halt nett aus, hat halt viel Gedöns an Bord. Wir haben hier einen Wi-Fi-Booster, der halt elektrisch 1,6 Watt macht. Und über die 7 dBi-Antenne, die halt standardmäßig mitgeliefert wird, kommen wir so auf 15 Watt EIRP-Sendeleistung. Die ist dann oben auf Monkey Island von dem Schiff installiert. Und damit hat man dann, kommt gleich noch die Reichweiten, einiges an Reichweite damit. Hier haben wir dann nochmal zwei weitere Wi-Fi-Antennen für den WLAN-Access an Bord. Und dann hier ist nochmal eine GSM-Antenne. Und hier ist dann der ganze Anschlusskram dazu. Mit dem Wi-Fi-Booster sollen wir bis zu 15 nautische Meilen WLAN-Empfang haben. Ob es wirklich so weit reicht, weiß ich nicht, aber wenn man die Sendeleistung eben halt auf Vollpower dreht, 15 Watt EIRP ist schon eine Hausnummer, kriegt man wohl einiges an Metern mit hin. Und mit den GSM-Modulen soll man angeblich bis 30 nautische Meilen noch telefonieren können oder in irgendeiner Form 2G-Empfang noch haben. Also je weiter man wegkommt, umso schlechter wird halt das 4G-Netz, dann wird es halt irgendwann 3G, 2G und dann war es das halt mal. Aber einiges an Entfernung. So, das System hatte ich mal in die Finger gekriegt. Und da gibt es halt eine schöne Software dazu, die man auf dem Tablet laufen lassen kann oder auch auf seinem PC, worüber man das ganze System steuern kann. So, in diesem Fall, man kann die Navigationssysteme mit anklemmen und so weiter. Multimedia, Überwachungssysteme und so weiter. Und eben halt auch den Zugriff, wie ich ins Internet kommen will. Ob ich über GSM ins Internet kommen will oder über WLAN ins Internet. So, und dann habe ich mir eben halt die Software mal angeguckt und festgestellt, dass jedes Mal, wenn man die Software startet, egal ob auf der die Mobilapplikation oder die PC-Variante, die Applikation macht immer einen FTP-Connect zu dem Router. So, FTP, hallo, wir haben 2016, wo ich das entdeckt hatte. So 2016 macht man noch keinen FTP-Connect mehr zu irgendeinem Router und lädt sich die Konfigurationsdatei in Form eines XMLs runter. Okay, wenn ich jetzt Änderungen in der App gemacht habe, die werden dann halt in der App in dem XML gespeichert und hinterher wird wieder ein Upload gemacht zu dem Router. So, wow. Also sehr viel Spielraum. Okay, das war halt das eine. Ja, wie man alles weiß, ist ja klar. Interessant war eben halt, die App hatte halt ein hardcoded Credential drin. So, das konnte man dann halt eben schnell mitsniffen. Wenn man halt an Bord in dem Netzwerk drin war, konnte man dann halt mitsniffen. Hat dann eben halt den Usernamen Loco gehabt. Loco ist Spanisch für Mad. Ich weiß nicht, ob da was mit zu tun hat, aber das Passwort fand ich total geil. Secure Connecting User. Nochmal der komplette Stream und so weiter. Ja gut, dann habe ich mir dann gedacht, so, wenn die das so schon machen, jetzt gucke ich mir die Applikation mal näher an. Habe mir die Windows-Version genommen, gesehen, dass sie in .NET gecodet wurde, durch einen .NET-Reflektor durchgeschoben. Und dann sieht man halt diverse Informationen. Selected WLAN, Jere ist ja Name, Franjo 2, John, Jere Sof, alle möglichen Namen findet man da halt.
aber auch in einem Modul, JR Engine, JR steht für J-Router, also für Yacht-Router. Und da eben die komplette Config, die man dann sehen kann, so okay, den Username, das Passwort, die FTP-Adresse von dem Router, das XML-File und so weiter und so fort und noch ein bisschen WLAN und das Default-Passwort von dem WLAN und so weiter und so fort. Okay, das war das. Einfach nur mal eben mit dem .NET-Reflektor reinschauen oder mit dem IL-Spy. Ja, dann habe ich halt mal geguckt, so, Nmap is your friend. Mal geguckt, was alle so auf ist an Ports. Port 21, Port 22, 53, 2000 und 8291. Und halt festgestellt, okay, die haben halt einen Microtech-Router genommen und haben da halt ein neues Gehäuse drum gebastelt und das Ganze dann als Maritim-Equipment verkauft. Ist ja auch nicht schlimm, ja. Aber ist halt eben Microtech-Gedöns. Zu der Zeit, wo ich den Fehler festgestellt habe, war es eine 6.24-Version. Die gepatchte Version ist eine 6.36-Version. Wer jetzt im April die letzte CVE gesehen hatte über die Microtechs, komme ich gleich aber nochmal drauf, der wird sehen, dass alles bis zu einer bestimmten Version noch eine andere Lücke hatte. Aber die habe ich hier noch gar nicht dabei gehabt. Ja, also keine Firewall. Alle Ports sind aus dem internen, aber auch aus dem Internet erreichbar, sobald die Büchse online ist. Jetzt haben wir ja das Passwort im Klartext. Wir können ja einfach die Applikation runterladen, dort durch einen IL-Spile schieben. Ich sehe das Passwort, mache einen FTP-Connect und habe Spaß dabei. Okay, dann hat das Ding halt noch Remote-Support. Man kann da halt draufklicken, sagen so, ich brauche Hilfe. Man ruft bei der Hotline an und braucht nur noch sagen, wann die da drauf dürfen. So stand es halt in der Anleitung. Ich so, man braucht nur sagen, wann die drauf dürfen. So, woher wissen die meine IP und so weiter? Ja, und die Seriennummer wollten sie haben. Okay, ja, irgendwie müssen die dann ja halt wissen, was da so passiert. So, die brauchten die Seriennummer und das Modell, die IP-Adresse. Jedes Mal, wenn man das Ding startet, macht er halt einen Ping. Ping back zu seinem System, zu seinem Erschöpfer. In dem Fall eben halt zum Hersteller. Damit wissen die halt, also, sobald die Büchse online war, haben die halt gewusst, okay, die sind unter der IP-Adresse zu erreichen. Dann braucht man halt nur noch seine Seriennummer durchgeben. Und dann wussten die halt, okay, der ist jetzt gerade unter der IP zu erreichen. Wir haben ja ein Passwort, was funktioniert. Vielleicht sogar noch mehr. Schauen wir mal. Ja, und dann gab es ja halt noch eben eine weitere Remote-Support-Geschichte. Dieser eine Port 8291, Winbox Management System, ist halt ein sehr nettes Remote-Tool, um Microtech-Router zu administrieren. Kann man halt viel Spaß mit haben, wenn man dann draufkommt auf die Büchse. So, in dem Fall, wir haben ja den Username und das Passwort und haben Zugriff über die Winbox Management-Oberfläche und können halt auf dem Router alles machen und noch viel mehr, was die eigentliche App nicht vorsieht. Nämlich jetzt könnten wir auch hingehen und hier in den IP-Einstellungen und so weiter, könnten wir noch eine Firewall konfigurieren, wir könnten die ganzen Ports dicht machen, wir können den Webserver abschalten oder einschalten oder wie auch immer. Und wir sehen halt noch einen weiteren User. Unseren Yacht-Router-User, Loco. Und es gibt noch einen weiteren User, nämlich den Jere, den haben wir ja in dem Source Code gerade schon mal gesehen. Einer der Entwickler, der hat halt immer permanent eine Backdoor. Also wann immer er drauf will, also irgendwie kann der halt immer drauf. Komisch. Kann man halt auch leider nur in der Winbox-Software wegkonfigurieren. Ja. Jetzt hatte ich ja gerade die gepatchte Version, ist ja die 6.34 gewesen. Wenn man jetzt kein Passwort weiß oder nicht weiß, wie man mit dem IL-Spy eine .NET-Applikation zerlegt. Man kann es ja mit einem Brute-Force-Tool versuchen. Hier MK-Brutos funktioniert für Microtech-Router ganz gut. Oder eben bei älteren Versionen kann man jetzt auch die CVE 2018-14847 nehmen, den Winbox-Exploit. Man braucht einfach nur die IP-Adresse und das Python-Skript starten und dann als Antwort kriegt man eben halt den Username und das Passwort. Er listet dann einfach alle auf, die Zugriff haben. Also kann man sich die Arbeit halt auch einfacher machen.
Also eben das Python-Skript runterladen aus der URL und Spaß haben mit MikroTik-Routern. Ja. Wie findet man jetzt solche Schiffe? Gibt es halt viele Wege. Man kann auch auf der Webseite gucken. Die Kantine habe ich mir da mal rausgesucht. Hier jetzt die Webseite marinetraffic.com. Sehr geil, kann man schnell nach Schiffe gucken. Man kann auch die Live-Map sich anschauen, wo die Schiffe sich gerade befinden. Oder einfach mal gucken, so wenn man den Rhein oder den Main vor der Tür hat, kann man einfach mal gucken, was da so alle lang fährt. Und dann kriegt man so Background-Infos, was das für ein Schiff ist, wie groß, wie weit, welchen Kurs das Schiff gerade hat, welchen Tiefgang, welche Geschwindigkeit es aktuell fährt und so weiter. Also sehr viele Informationen. In dem Fall lag das Schiff halt in Split, in Hafen. Ist halt nicht so schlimm. Nochmal die Größe und. Ja. Oder man kann halt auch Shodan nehmen. Shodan ist mittlerweile ganz gut. Ich glaube, das mache ich einfach jetzt mal eben so zwischendurch. Ich hoffe... Also... Wenn wir die Shodan-Webseite nehmen. Oh, fuck. Nehmen wir einen anderen Browser. Kaputt gespielt mein Netz. So. Finde ich es jetzt auf Anhieb. Mal gucken. Boah. Also es gibt bei Shodan mittlerweile eine eigene Rubrik, womit man sich nach Schiffen suchen kann. Also die haben eine eigene... Ich meine, dass das... Ne, war es nicht. Egal. Ja, auf Shodan kann man einfach so nach Schiffen suchen. Alle, die über Satellitenkommunikation arbeiten, da haben die schon halt entsprechend ein paar Sachen eingebaut. Oder ich nehme das einfach gleich mal vorweg. Ne, das mache ich gleich. Also man sucht dann halt eben über Shodan einfach nach den Systemen und kriegt die dann halt alle entsprechend aufgelistet. Und kann dann eben gucken. Also meine Lücke, die ich dann da gefunden hatte, die hatte ich da damals dann beim CVE reported, auch dem Hersteller reported. Hersteller Response war halt sehr nett. Ich hatte so in der zweiten Mail gefragt, so wie sieht das aus? Ich möchte das gerne veröffentlichen irgendwann mal, wenn ihr das gefixt habt. Er sagte, ja, kannst du machen. Verhindern können wir es letztendlich eh nicht. Ich so, ja, kann man schon. Aber ich warte ab, bis ihr euer Zeugs gefixt habt und dann erst veröffentliche ich das. So, dann haben sie es dann irgendwann mal gefixt. Die haben mir dann noch Equipment geschickt zum Testen und auch den Patch geschickt. Mittlerweile ist, glaube ich, immer noch unter dem Status requested, weil der Hersteller es immer noch nicht freigegeben hat. Aber nun ja, ist halt erstmal reported. Dann habe ich mir halt das getestete oder das gepatchte System nochmal angeschaut. Sie nutzen kein FTP mehr. Sehr gut. Sie nutzen jetzt SSH. Das Zertifikat habe ich mir noch nicht angeguckt. Die Software wurde obfuskiert. Also die meisten einfachen Tools, die steigen halt einfach aus. In diesem Fall hat er hier ein Error Decompiling, bla bla, der entsprechenden Funktion gegeben. Aber wenn man etwas obfuskiert, dann sollte man auch alles obfuskieren. Nicht nur die Windows-Version, sondern auch die Android-APKs oder auch die iOS-Versionen. Ich habe mir die Android-APK runtergeladen und... Das Passwort ist jetzt ein bisschen besser. Aber immer noch hardcoded credentials. What the fuck? Also der Username ist auch gleich geblieben. Ja. Interessant fand ich auch die Funktion, die ich hier noch gesehen habe. Patch Backbone Data Leak. Was auch immer das bedeutet. Ich weiß nicht, was es ist.
Ja, muss man mal gucken. Ja. Okay, man hat es gepatcht. Wenn man obfuskiert, dann sollte man alles obfuskieren und nichts vergessen. Aber eigentlich hardcoded Credentials, heutzutage gibt es andere Wege. SSH, ja, ist eigentlich in Ordnung. Aber auch die Winbox-Management-Oberfläche sollte man nicht erreichbar haben aus dem Internet. Gerade auch nach den neuesten MikroTik-Geschichten nicht. Ja, kommen wir so zu dem letzten Part. Das sind dann die Satcom-Geschichten. Auch da war ich ein wenig unterwegs. By accident, ich war was nach was anderem am Suchen und da bin ich halt über so eine Satcom-Büchse gestolpert. Viele haben andere schon gefunden. Das sind jetzt mal so die ganzen Shodan-Hints, die man nutzen kann, die IOActive und sonstige schon als defekte Systeme gefunden haben. Aber es gibt halt noch mehr. Genau, ShipTracker, das war's. ShipTracker.shodan.io, das war die URL. Können wir gleich mal drauf gucken. Aber die listen halt nur die Systeme, die über VSAT erreichbar sind und deren Webservices. So, wenn man nach anderen Systemen guckt, zum Beispiel ein Server-String, den ich genommen habe, Micro Digital Web Server. Also gestolpert bin ich über den eigentlichen Suchstring. Da sehe ich jetzt gerade nicht, egal. Ja, öffnet er sie. Also das sind jetzt hier irgendwelche Kisten, die gerade online sind. Jetzt kann man sich die mal näher anschauen. Also eigentlich hatte ich nach Antennensysteme geguckt. Genau, hier haben wir es dann auch direkt schon. Gestolpert bin ich über diesen Suchstring hier. Marina Stabilized Antenna Systems. So, okay, cool. Das hört sich geil an. Da müssen wir mal näher schauen. Ist auch ein Webserver dabei. Kann man dann draufklicken. Das ist jetzt ein Live-System im Internet. Dauert halt ein bisschen, geht halt über Satellit. Ja. Na komm. Tut mein WLAN nicht mehr. Komm, nimm mal den nächsten. Irgendeiner wird wohl online sein. Ja, der kommt. So, das ist jetzt eine Kiste. Ah, oh, das ist eine ganz alte Version. Ist also Version 1.0.7. Die Lücke, die ich jetzt zeige, ist reported auf der Version 1.2.1. Aber tut ja auch nicht Not, ist ja scheißegal. Ich habe es bis Version 1.8.6 verifizieren können. Wenn man sich den Quelltext anguckt, bla bla bla, gibt es hier halt ein Login-HTML-JavaScript und ein User-Locking-JavaScript. Wenn man das sich mal anguckt, mal gucken, wie kriege ich das größer? Control, jetzt muss ich mein Plus wieder suchen hier, verdammte Axt. Ich habe englische Tastatur. Da, da. Da haben wir es. If Login Name Dealer, denn URI Menü Dealer GX. Nimm wir doch mal hier eine von diesen hier. So, Login wollten wir nicht. Wir gucken jetzt mal, was jetzt kommt. Baba! Im Normalfall springt er jetzt wieder raus, weil der braucht noch ein paar weitere Parameter, damit das funktioniert.
Und jetzt haben wir hier auch die aktuellen Koordinaten, wo sich das Schiff befindet. Gut. Also das ist alles jetzt schon, genau, jetzt springt er wieder auf die Login-Seite. Ist ja auch in Ordnung. Egal. Ja. Also darüber bin ich gestolpert. Dann, das war dann halt die Demo, die ich gerade gezeigt habe. Man findet die Dinge halt über Micro Digital Web Server. Hab dann halt geguckt, so, das war die Geschichte hier nochmal, damit man die ganzen URLs sieht. Da gibt es halt noch eine ganze Menge mehr URLs, wenn man sich das System mal näher anschaut. Und ja, das war interessant ist, man hat ein Command-Line-Interface, wo man nachher drauf kann. Man hat ein Firmware-Upload-Tool und so weiter und so fort. Die Usernamen, die man, wenn man jetzt das mit dem URL-Bypass nicht so drauf hat, man kann auch die Dokumentation lesen. Da stehen dann halt die Standardpasswörter drin. Manche sind halt immer noch nicht geändert, komischerweise. Dann habe ich das geguckt, so hat das vielleicht schon jemand gefunden. Und ja, es war jemand schneller. Es ist alles schon reported unter der CVE-ID hier, bis zur Version 1.2.1. Aber ja, ich habe halt noch ein paar weitere, wo ich es mal ausprobiert habe, sind halt ein paar Versionen mehr. Auch die neueren sind über die Geschichte halt angreifbar. Das ist immer so eine kleine Auflistung an URLs, die funktionieren, welche Funktionen dann dahinter stecken. Ja, man sollte halt nicht mit rumspielen. Was kann passieren? Ja, im schlimmsten Fall kann ich denen halt die Antennenkonfiguration ändern und die haben kein Internet mehr. Oder wenn ich böse bin, ich sorge halt dafür, dass ich deren Dataplan übertrieben hoch mache, indem ich halt 64K-Pings schicke und denen die Kosten für die Online-Zeit hochjage. Das kann man auch machen, ja. Also soweit, ja, sowas Böses macht man doch nicht, oder? Nein, wir sind ja die Guten. Ja. Okay. Womit geht's weiter? Ja, an dem NMEA-Protokoll, da muss man halt noch ein bisschen rumexperimentieren. Einige Sachen laufen da schon. Das Autopilot-System, das will ich mir auf jeden Fall noch weiter angucken. Andere Internetsysteme muss ich mir auch noch anschauen. Die Cloud-Services, da bin ich gerade bei. Eine Geschichte ist noch, ich habe gesehen in einem Schiff, die haben ein ICS-System mit einem Remote-GSM-Modul, worüber man dann über das GSM-Modul Fernwartung auf den Schiffsdieseln machen kann und auch die Motorsteuereinheit und den Controller dafür konfigurieren. Geile Geschichte. Ich denke mal, dass ich so Ende des Jahres in die Richtung nochmal wieder auf ein Schiff draufkomme. Das ist so das, was gerade so an Future-Kram verkauft wird. Das ist jetzt nur ein Beispiel von Maritron, die halt Cloud-Services anbieten. Man sieht es hier dann auch schon. Das ganze Schiffszeug, was ich gerade schon hatte, verknüpft mit der Cloud. Man kann von überall direkt auf diese Parameter zugreifen. Bitte? Das ist Cloud, das ist neu. ja, man kann halt eben die Parameter der Diesel sich angucken, die Kühlwassertemperatur, man sieht, was für ein Fuel Flow der hat, was für einen Rudereinschlag. Man kann hier weitere Parameter an Bord sich anschauen. Ja, okay. Also ist noch einiges an Research in dem Bereich, was man machen muss. Das VTS-System habe ich noch nichts gefunden, ob sich das einer schon mal weiter angeguckt hat. Ein SATCOM-System habe ich noch in der Pipe, da habe ich einen CVE-Report gerade reported letzte Woche. Der CISO meldet sich nächste Woche bei mir, deswegen zu dem System, da sage ich noch nichts zu. Also erst wenn er das freigibt, dann kann ich da mehr erzählen, ist aber auch eine lustige Geschichte. Ja. GPS-Protection, in die Richtung, da laufen schon einige Sachen. So von meinem Standpunkt her, so in manchen Sachen ist Maritime Cyber Security doch noch ein paar Schritte hinter dem normalen Internet-Security-Kram, den wir halt da haben. Ja, komme ich halt zum Ende jetzt. Ich weiß nicht, ob ich
überzogen habe oder nicht. Passt, glaube ich. Ja, ihr könnt mich erreichen, obiwan666 oder eben meine E-Mail-Adresse. Da könnt ihr mich halt kontaktieren. Oder hier die nächsten Tage bin ich auch noch ein bisschen am Rumlaufen. Ja, damit bin ich am Ende. Ich glaube, genau in der Zeit. Wenn noch Fragen sind, Feuer frei. Da haben wir eine. Dankeschön. Ja, die Frage war, ob ich mir andere Schiffe schon mal angeguckt habe. Nein, habe ich noch nicht. Also eine Kreuzfahrt habe ich noch nicht gebucht, fehlt mir das Geld zu. Würde ich vielleicht auch mal gerne machen, aber ich weiß nicht, ob es dann Ärger an Bord gibt, wenn die mich jetzt sehen. Bisher waren es alles nur irgendwelche privaten Yachten. Kommerzielle Schifffahrt ist ein bisschen unterschiedlich, habe ich mich ein bisschen schlau gemacht schon, weil die halt noch sehr viel das manuelle Navigieren halt immer noch im Fokus haben. Aber im Yachten- und privaten Umfeld ist es halt anders. Noch jemand eine Frage? Hier haben wir noch eine. Also die Frage war, ob es einen Krypto-Trojaner gibt, der auf maritimem Umfeld, was weiß ich hier, nicht gib mir mal einen Bitcoin, sondern gib mir gleich mal 10 Bitcoin, weil die haben ein bisschen mehr Geld, denke ich mal. Ne, habe ich noch nicht gesehen in die Richtung. Also meine ursprüngliche Idee war auch damals mehr so die Geschichte, so den Privacy-Gedanken. Die Dinger liegen da, ich sag mal, in Saint-Tropez irgendwo im Hafen. Du sitzt dann da im Café, schlürfst dir dein Latte Macchiato, hackst dich in das System rein und klaust vom Media-Server die ganzen Bilder der Celebrities und brauchst halt nicht mehr mit so einem mega Fernglas da auf der Lauer liegen, sondern hast Direct Access. So what? Also das war so damals meine Idee, die Story anzufangen und dann daraus ist dann eben halt ein bisschen mehr geworden. Ja, aber eigentlich auch mal eine nette Idee. Noch irgendwelche Fragen? Ja, dann danke ich. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und bis später.